Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Teil der VeraCrypt-Videoreihe möchte ich zeigen, wie man ein Laufwerk oder eine Partition verschlüsseln kann. Wie schon beim Anlegen eines verschlüsselten Datencontainers beginnt alles hier mit einem Klick auf Volume erstellen, um den Assistenten zu starten. Diesmal wählen wir hier eine Partition, ein Laufwerk verschlüsseln. Zu beachten ist allerdings, dass es sich nicht um eine Systempartition oder ein Systemlaufwerk handeln darf, aber die Partition oder das Laufwerk darf auch extern sein. Es kann also eine angeschlossene USB-Festplatte oder ein angeschlossener USB-Stick sein. Gut, ich wähle also diese Option hier aus und klicke weiter. Auch hier wieder die Benutzerkontensteuerung, Abfrage und wir wählen hier erstmal Standard VeraCrypt Volume. Hier im nächsten Schritt klicken wir dann einfach hier auf Datenträger und bekommen dann erstmal eine Übersicht über alle Partitionen und Laufwerke, die VeraCrypt verschlüsseln könnte. Ich habe hier einmal die Festplatte 0. Wenn ich das auswählen würde, würde das gesamte Laufwerk verschlüsselt werden. In meinem Fall ist es jetzt aber das Systemlaufwerk, wo auch die Windows-Partition drauf ist, weshalb das jetzt hier keine gute Idee wäre, weil dafür gibt es ja extra die Systempartition bzw. Systemlaufwerkverschlüsselung. Und dann haben wir hier einmal die C-Partition, das ist eben die Partition, wo Windows drauf installiert ist. Und meine kleine E-Partition, die ich ja Crypt1 genannt habe. Das können wir hier auch nochmal nachschauen im Explorer. Wir haben hier die C und hier E. Und wie man sieht, das CD-Laufwerk zum Beispiel wird hier nicht mit angezeigt. Gut, ich möchte jetzt hier die E-Partition verschlüsseln und klicke hier OK und klicke weiter. Und jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Schritt. Wir müssen nämlich festlegen, ob wir das verschlüsselte Volume erstellen und formatieren wollen. Das würde bedeuten, dass alles, was auf dieser Partition oder wenn es ein Laufwerk ist, eben auf dem Laufwerk an Daten vorhanden ist. Hier die drei Testcontainer, die ich angelegt habe im Laufe meiner Aufnahmen für die Videoreihe, die würden dann alle verschwinden. Das Laufwerk würde formatiert werden und die Daten würden alle gelöscht. Ich habe auch die Möglichkeit, hier eine sogenannte In-Place-Verschlüsselung vorzunehmen. Das würde bedeuten, dass die Partition in eine verschlüsselte Partition umgewandelt wird und alle Daten, die da drauf sind, würden gleich mit verschlüsselt werden. Diese Methode In-Place wird auf jeden Fall mehr Zeit in Anspruch nehmen und je voller die Partition oder das Laufwerk dann ist, umso länger wird das dann auch dauern. Man wird hier auch darauf hingewiesen, wenn die Partition leer ist, soll man auf jeden Fall die erste Variante hier wählen, einfach weil das hier trotzdem langsamer geht. Und in meinem Fall jetzt hier, zum Beispiel mit diesen drei Dateien, ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn ich die jetzt behalten möchte, einfach runter zu kopieren, diese Variante hier zu wählen und hinterher diese drei Dateien einfach wieder drauf zu kopieren, anstatt jetzt hier die In-Place-Verschlüsselung zu verwenden. Und man sollte auch immer sicher gehen, dass wenn man hier so eine In-Place-Verschlüsselung macht, dass man von dieser Partition oder von diesem Laufwerk ein komplettes Backup hat. Denn wenn etwas schief geht, dann hat man wenigstens die Möglichkeit, das einfach wieder zu ersetzen, also zurückzuschreiben und es nochmal zu versuchen. Aber wenn die Verschlüsselung einmal schief geht, kann das eben sein, dass man dann von den Daten gar nichts mehr lesen kann. Ich mache also jetzt hier mit dieser Option weiter und jetzt haben wir wieder den Bildschirm, wo wir erstmal die Verschlüsselung auswählen können. Ich lasse das alles wieder auf Standard und klicke weiter. Die Größe können wir jetzt hier nicht festlegen, ganz klar, weil wir einfach die gesamte Partition verschlüsseln wollen und auch hier geht es weiter und hier müssen wir genau wie beim Anlegen des Containers erstmal das Passwort bzw. eine andere Authentifizierungsmethode festlegen. Ich wähle jetzt hier der Einfachheit halber einfach Passwort wieder aus. Und mache weiter. Ich schaue nochmal, ob das so stimmt. Und hier werde ich jetzt noch gefragt, ob ich auf dieses VeraCrypt Volume Dateien kopieren möchte, die größer als 4 GB sind. Je nachdem wird VeraCrypt dann ein geeignetes Dateisystem auswählen. Ich sage jetzt hier mal nein und klicke weiter. Und auch diesen Bildschirm kennen wir schon, ich wackele ein bisschen an der Maus. Wenn ich ja gesagt hätte, hätte VeraCrypt hier mit Sicherheit nicht FAT ausgewählt, sondern zumindest XFAT oder NTFS. Ich habe jetzt hier auch noch die Möglichkeit, RE-FS auszuwählen. Das ist ein weiteres Dateisystem von Microsoft, ein sogenanntes robustes Dateisystem, was aber im Prinzip nur auf Servern in der Enterprise-Liga sozusagen eine Rolle spielt.
Ich lasse das jetzt hier erstmal auf Fett und mache noch den Balken voll und sage jetzt hier einfach Formatieren. Er sagt mir nochmal, dass jetzt hier alle Dateien, die auf dieser Partition drauf sind, ECrypt1 eben, gelöscht werden. Sie werden nicht verschlüsselt. Und ich sage ja, mit dem Formatieren beginnen. So, der Vorgang ist abgeschlossen. Hier in der VM auf dieser kleinen 5 GB Partition hat das Verschlüsseln jetzt ungefähr 1,5 Minuten gedauert. Auf richtigen Computern dürfte das natürlich schneller gehen, aber wenn man halt eine Terabyte Platte dann verschlüsselt, sollte man trotzdem etwas Zeit einplanen. Und wie ich ja schon vorhin erwähnte, ist diese In-Place-Verschlüsselung dann durchaus noch etwas zeitintensiver. Und wenn die relativ voll ist, dann muss man da wahrscheinlich schon ein paar Stunden dann einplanen. Gut, wir haben jetzt am Ende diese Meldung bekommen, dass wir dieses Volume in VeraCrypt nicht mit dem Laufwerksbuchstaben E einbinden dürfen. Denn dieses Laufwerk hat ja hier unter Windows immer noch den Buchstaben E und deswegen darf dann quasi, weil VeraCrypt jetzt beim Einbinden ein neues Laufwerk anlegt, darf es nicht denselben Buchstaben haben. Er sagt mir hier eben erfolgreich erstellt und wir beenden das Ganze. Hier im Datei-Explorer haben wir jetzt ja hier immer noch das Laufwerk E. Allerdings, wie man sieht, gibt es jetzt hier keine Angabe mehr darüber, wie groß es ist und wie viel noch frei ist, wie jetzt hier zum Beispiel bei C. Wenn ich dieses Laufwerk doppelt klicke, möchte Windows es am liebsten formatieren, weil es nicht erkennen kann, was auf diesem Laufwerk ist. Und wir bekommen auch die Meldung, dass man nicht darauf zugreifen kann. Um das jetzt einzubinden, brauchen wir natürlich wieder VeraCrypt, klicken aber diesmal hier auf Datenträger. Dann bekommen wir wieder diese Übersicht der Partitionen und Laufwerke, wie wir das vorhin schon gesehen haben, und wählen jetzt hier wieder unsere Partition 3 E aus und sagen OK. Und dann natürlich müssen wir hier einen Buchstaben auswählen, der eben nicht E ist. Und E ist jetzt hier auch gar nicht auswählbar, weil der eben schon belegt ist. Und ich sage jetzt hier einfach mal H und klicke Einbinden und gebe das Passwort ein. Und jetzt ist es eingebunden, ich sehe auch die Größe und gucke jetzt hier im Datei-Explorer. Und dann haben wir hier zusätzlich eben zum Laufwerk E das Laufwerk H, was verschlüsselt ist. Und jetzt kann ich hier Daten drauf kopieren, die dann direkt verschlüsselt werden. Bevor ich aber nun zum Ende komme, möchte ich noch einen kleinen Tipp bezüglich des Laufwerksbuchstabens geben. Und zwar kann es ja sein, dass Sie hier irgendwelche Programme drauf installiert hatten, vor der Verschlüsselung, oder irgendwelche Daten, die von anderen Programmen verwendet werden, und es absolut notwendig ist, dass diese Daten nach der Verschlüsselung auch noch unter dem Laufwerksbuchstaben E zu finden sind. Das ist jetzt momentan hier eben nicht der Fall. Jetzt sind die neuen Daten eben unter H zu finden. E geht ja hier momentan nicht. Dafür gibt es zum Glück eine relativ einfache Lösung. Dafür müssen wir das Laufwerk hier wieder trennen und müssen jetzt hier mal unter Windows in die Datenträgerverwaltung gehen. Also ich mache hier einen Rechtsklick auf das Startmenü, gehe in die Datenträgerverwaltung, mache das hier etwas größer und wir sehen jetzt hier unser RAW-Laufwerk. Das ist jetzt die VeraCrypt-Partition. Er zeigt jetzt hier RAW an, weil er das Dateisystem nicht erkennen kann, weil ja die Partition schon verschlüsselt ist. Im Prinzip haben wir jetzt hier die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern anzuklicken. Und wir können jetzt entweder den Laufwerksbuchstaben entfernen, was dann zur Folge hätte, dass diese Partition hier im Explorer nicht mehr zu sehen wäre, also quasi versteckt ist. Aber sie ist nicht wirklich versteckt, weil man die mit jedem Partitionstool sofort sehen würde. Aber sie ist halt im Explorer nicht mehr sichtbar. Oder wir klicken hier auf Ändern und weisen dieser Partition einfach einen anderen Buchstaben zu, zum Beispiel G, sage hier OK und bestätige das Ganze hier nochmal. Das dauert einen Moment und dann hat dieser Datenträger den Buchstaben G. Das kann man natürlich auch schon vor der Verschlüsselung machen. Jetzt können wir hier wieder Datenträger auswählen. Diesmal ist es eben die Partition 3 mit dem Buchstaben G. Sagen OK, jetzt haben wir hier den Buchstaben E frei. Sagen Einbinden und das entschlüsselte Laufwerk hat jetzt den Buchstaben, den vorher unser normaler Datenträger hatte. Wenn man jetzt hier den Buchstaben, wie ich ja schon gesagt habe, entfernt,
dann verschwindet hier dieses Laufwerk, aber VeraCrypt zeigt mir natürlich diese Partition hier immer noch an und ich kann die dann auch ganz normal einbinden. Und dann habe ich hier natürlich auch mein E zum Beispiel zur Verfügung. Und dann ist das ganz normal als Datenträger eingebunden und ich kann das auch benutzen. Es ist eben nur so, dass die eigentliche Partition jetzt keinen Buchstaben mehr hat und deswegen hier nicht angezeigt wird. Der Vorteil daran, dass der Laufwerksbuchstabe jetzt hier entfernt ist, ist natürlich nicht nur, dass diese Partition jetzt hier quasi versteckt ist, sondern auch, dass sie nicht aus Versehen formatiert werden kann. Denn das hatte ich ja im Video schon gezeigt, Windows erkennt dann das Dateisystem dieser Partition nicht und möchte sie eigentlich formatieren. Der Nachteil ist, dass man sich merken muss, welche Partition genau man eigentlich verschlüsselt hat. Eben hier Festplatte 0, Partition 3. Die hat halt jetzt hier keinen Buchstaben mehr, den man sich einfach merken kann, sondern man muss sich eben hier genau diese Bezeichnung hier merken. So, ich hoffe, Sie konnten etwas für sich in diesem Video mitnehmen und ich wünsche Ihnen dann viel Erfolg beim Verschlüsseln Ihrer Daten. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Kritik, Fragen und Anregungen bitte in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, dann drückt doch den Daumen nach oben oder lasst ein Abo da.